Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute nochmal witterungsbedingt hier aus dem Bastelkeller. Wir haben immer noch extreme Temperaturen, der Wald ist total trocken und ich wollte heute nochmal was mit Feuer machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video hier im Keller zu drehen. Wird auch nichts Spektakuläres, das ist ein Kurzvideo. Und zwar geht es eigentlich nur nochmal um diesen Sicherheitsbrenner hier von Vicatec. Da hatte ich ja im letzten Video die Verwendung mit dem Stormfire vorgestellt und da sind in der Community Fragen zur Brenndauer aufgekommen und das ist wohl in der Vicatec Seite nicht hinterlegt, wie lange dieser Brenner überhaupt brennt. Ja, und das wollte ich mit euch heute ausprobieren. Ich muss aber dazu sagen, das ist natürlich nur ein Richtwert. Ich mache das Ganze hier bei Zimmertemperatur. Ich werde den Brenner voll befüllen. Und ihr müsst natürlich bedenken, dass die Brennzeit natürlich je nach Außentemperatur, Wind, steht der Brenner im geschlossenen Brennraum, wird der heiß, natürlich variieren können. Also das ist nur ein Richtwert. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben und sich nur für den Sicherheitsbrenner von Vicatec interessieren, mache ich nochmal eine kleine Vorstellung, Abmaße und Gewichte. Und dann werden wir den Brenner voll befüllen und dann lasse ich den mit der Stoppuhr abbrennen und dann sehen wir ganz genau, wie lange dieser Brenner brennt. Der Ultralight Spiritus Brenner von Vicatec wird hier in so einer Pappschachtel geliefert. Macht die mal auf. Was ich sehr schön finde, ist, dass hier auf weiteres Plastik verzichtet wurde. Ja, hier drin befindet sich dann der eigentliche Brenner. Im Deckel seht ihr schon das eingelaserte Vicatec Logo. Hol den Brenner mal raus. Der Brenner hat einen Durchmesser von 7 cm und eine Höhe von 2,5 cm. Das Leergewicht des Brenners beträgt 23 Gramm. Jetzt schraube ich den Brenner mal auf. Hier drin seht ihr dann schon das verbaute Kohlefaservlies. Das ist dafür gedacht, den flüssigen Brennstoff aufzunehmen, damit der Brenner nicht auslaufen kann. Laut Hersteller kann das Vlies 65 Milliliter Brennstoff aufnehmen. Im Deckel befindet sich noch eine kleine Kunststoffdichtung hier, die dient zum Verschließen des Brenners, wenn der Spiritus nicht ganz aufgebraucht wurde. Aber Achtung, den Brenner niemals so rum ablöschen, sonst verschmort euch die Kunststoffdichtung. Wenn ihr den Brenner löscht, wenn überhaupt falsch rum, mit dem Deckel so rum oder noch besser nehmt eine Tasse oder irgendein Blech. Ein weiterer Effekt des Kohlefaservlieses ist, dass er die aktive Oberfläche vergrößert. Somit bekommt er den Spiritusbrenner auch bei kalten Temperaturen leicht entzündet. So, das war nochmal ein Kurzabriss von den technischen Daten von dem Brenner. Und jetzt werden wir das eigentliche Experiment starten. Ich werde jetzt schauen, wie lange brennt dieser Brenner bei Zimmertemperatur ohne Wind. Dazu werde ich den Brenner jetzt erstmal voll befüllen, dass der richtig sich mit Spiritus vollsaugt. Den Rest werde ich dann abgießen und dann entzünden wir den Brenner und ich lasse die Stoppuhr laufen und dann schauen wir mal, wie lange der brennt. So, dann füllen wir den mal richtig schön voll. So, wie ihr seht, er glänzt. Es blubbert noch ein bisschen. Warten wir noch einen Augenblick. Aber wie man sieht hier, er glänzt, er ist richtig voll. Dann nehme ich mal die Flasche. Mach mal den Trichter da drauf. So, dann nehmen wir den vollen Brenner. Gießen den Rest hier ab. So, dass er nicht mehr auslaufen kann. Somit ist der Brenner voll. Ich habe hier noch was untergelegt und jetzt brennen wir den Brenner an. Und Start. Gut, dann lassen wir den Brenner mal brennen. Ich werde mich dann melden, wenn sich was am Flammenbild ändert und werde das dann kommentieren. So, es sind jetzt 5 Minuten mittlerweile rum. Der Brenner brennt noch wie am Anfang unverändert. Jetzt sind 10 Minuten Brenndauer vergangen. Der Brenner brennt noch gut. Die Flamme ist ein bisschen kleiner geworden, aber man könnte noch gut drauf kochen.
Jetzt sind 15 Minuten vergangen. Die Flamme wird jetzt sichtlich kleiner, also merklich kleiner. Ich denke, der Brenner wird jetzt bald ausgehen. Ich lasse die Kamera mal mitlaufen. So, jetzt sind 20 Minuten vergangen. Der Brenner brennt immer noch, aber die Flamme ist noch mal etwas kleiner geworden. Aber ich denke, zum Kochen wird es jetzt immer noch reichen. Wir sind jetzt gleich bei Minute 24. Also die Flamme wird jetzt sehr viel kleiner. Sie brennt auch nur noch in. Also das Kochen wird jetzt langsam knapp. Ich denke, der Brenner wird auch gleich ausgehen. Schauen wir mal. Ich werde mal noch das Licht abdunkeln, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht. So. Ja, und jetzt sieht man schon an der Oberfläche, fängt schon die Kohlefaser an zu glimmen und zu glühen. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Gas. Also können wir davon ausgehen, dass der Brenner jetzt gleich ausgeht. Also ja. 25 Minuten, aber ich denke, Kochen ist jetzt schon nicht mehr möglich. Der Brenner bringt jetzt nicht mehr so die Hitze. Ja, jetzt fängt der Brenner an zu flackern. Hört er vielleicht auch. Aha. So, 26, 34 war der Brenner aus. So, nun ist das kleine Experiment beendet. Wie ihr gesehen habt, kann man sagen, Pi mal Daumen, nutzbare Kochzeit sind bei dem Sicherheitsbrenner von Vicatec so 25 Minuten. Die restlichen anderthalb Minuten, naja, da hat er so vor sich hingelodert und geflackert, bis er dann ganz ausgegangen ist. Was ganz wichtig ist, nehmt das nur als Richtwert, weil das waren jetzt wirklich optimale Bedingungen. Es war kein Wind, wir haben hier Zimmertemperatur. Das Ganze kann natürlich variieren nach Außentemperatur, nach Wind und so weiter. Also wirklich versteht das hier als Richtwert. Ja, ich hoffe, damit sind alle Fragen vom letzten Video beantwortet. Dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.